erstmal letzten Vorlesungen, die ich komplett halte, zumindest im regulären Programm. Timo Bingmann, Postdoc in meiner Arbeitsgruppe, wird das Kapitel über Strings machen. Da ist er ein Experte, hat in seiner Doktorarbeit darüber sehr intensiv geforscht und kann das sicherlich sehr gut darstellen. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz Online-Algorithmen den Abschluss machen. Dann übernimmt Timo, aber mit einer kleinen Pause, weil wir heute auch die Evaluation machen. Dann verteile ich die Blätter und so, während er langsam loslegt. Okay, also Online-Algorithmen geht es darum, einen Algorithmus, der die Zukunft nicht kennt, zu vergleichen mit einem allwissenden Algorithmus. Und eine Worst-Case-Art und Weise, das zu analysieren, ist, sich den Competitive Ratio anzugucken. Das ist das Supremum über alle Folgen von Eingaben, des Verhältnisses der Qualität des Online-Algorithmus geteilt durch die Qualität des allwissenden optimalen Algorithmus. Und man möchte dann halt einen Algorithmus haben mit kleinem Competitive Ratio. Wir hatten uns dann das Ski-Rental-Problem angeschaut zum Warmmachen, hatten da sowas Ähnliches wie Zweikompetitivität zeigen können, wo man dann im Wesentlichen gesagt hat, wir kaufen die Skier, sobald wir für Miete so viel ausgegeben hätten wie für das Kaufen, und konnten dann zeigen, dass das halt 11/6 kompetitiv ist, beziehungsweise der konkrete Wert ist immer kleiner 2, hängt aber ab von den Miet- und Kaufpreisen. Dann haben wir uns das nicht ganz so einfache Paging-Problem angeschaut, wo es darum geht, mit einem Cache, der K Speicherseiten halten kann, möglichst viele Cache-Hits zu produzieren. Wir haben dann gesehen, dass das für Online-Algorithmen nicht so ein einfaches Problem ist, weil man sogar Eingabefolgen konstruieren kann, wo man mit K plus 1 verschiedenen Speicherseiten nicht besser als K kompetitiv sein kann in dem Basismodell. Wir haben dann einen optimalen Offline-Algorithmus uns angeschaut, Longest Forward Distance, der so funktionierte, dass immer wenn eine Seite rausgeschmissen werden muss, diejenige ausgewählt wird, die längste Zeit in der Zukunft nicht mehr gebraucht werden wird. Das ist natürlich typisch offline. Genau. Ja, wir haben uns dann angeschaut, was bei nicht so guten Algorithmen wie die Last In, First Out oder Least Frequently Used schiefgehen kann, wo man einen beliebig schlechten Competitive Ratio hat. Und dann gibt es halt das überhaupt keine Algorithmen, die besser als K kompetitiv sind, weil halt so ein Adversary bei Online-Algorithmen ziemlich viel machen kann. Der kennt den Algorithmus, kann damit sozusagen auch simulieren, was der jeweilige Cache-Inhalt ist, und schmeißt immer die Seite raus, die als nächstes gebraucht wird. Haben dann aber gesehen, dass es nicht mal ganz so schlimm ist, wenn wir eine Resource Augmentation machen. Das heißt, der Online-Algorithmus hat mehr Cache in diesem Fall als der Offline-Algorithmus. Und dann konnten wir einen Competitive Ratio von K durch K minus H plus 1 zeigen. Das bedeutet, wenn wir zweimal so viel Cache geben dem Online-Algorithmus, ist er höchstens zweimal so schlecht wie der optimale Algorithmus. Und dann haben wir im Zusatzbereich noch gezeigt, dass man auch mit Randomisierung etwas erreichen kann. Da war die Idee, dass wir uns so genannte Marking-Algorithmen anschauen, die keine markierten Seiten rausschmeißen. Und erst wenn alle Seiten markiert sind, werden alle wieder entmarkiert und dann werden jeweils zufällige nicht markierte Seiten zur Verdrängung ausgewählt. Und damit haben wir so ein bisschen sowohl diesen Effekt von einem Least Recently Used Algorithmus, nicht ganz so genau, aber selbst ein Adversary, der die Zufallszahlen nicht kennt, die wir haben, kann uns sozusagen nicht mehr in die Karten schauen. Der weiß gar nicht mehr, was wir im Cache haben, und kann deshalb nicht diese Worst-Case-Ergebnisse produzieren. Wir haben dann skizziert, dass man damit zweimal HK-competitive sein kann, also sowas wie statt K-competitive ist es dann zweimal LNK. Genau, jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal diskutieren, okay, also
warum machen wir kompetitive Analyse, aber was hat sie auch für Nachteile? Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Modelle für Entscheidungsfindung, wenn man nicht die komplette Information hat. Ein ganz defensives Argument für Competitive Analysis ist, dass man damit eben Algorithmen findet, die man sonst nicht finden würde. Die Hauptalternative ist, dass ich ein stochastisches Modell der Information postuliere. Und wenn ich ein gutes Modell dafür kenne, kann ich informiertere Entscheidungen treffen und dann vermutlich auch Algorithmen angeben, die besser funktionieren, die nicht als einen Online-Algorithmus, der irgendwie gar nichts weiß. Das Problem ist nur, dass man diese Verteilungen oft nicht kennt, beziehungsweise Annahmen über diese Verteilung, irgendwie Unabhängigkeit von bestimmten Dingen, sind oft unrealistisch, um überhaupt mathematisch vorwärts zu kommen. Außerdem gibt die kompetitive Analyse eine echte, harte Garantie für die Leistung der Algorithmen. Und dann gibt es so Anwendungen, zum Beispiel in der Finanzplanung, wo das auch rechtlich nötig ist. Überhaupt solche Angebote machen zu können. Wenn zum Beispiel, was weiß ich, irgendein Pensionsfonds irgendwie sicherstellen muss, dass bestimmte Dinge nicht passieren können. Ja, also das spricht alles für Competitive Analysis, aber man sollte sich auch bewusst sein, dass die einige Nachteile hat. Also insbesondere sind die Ergebnisse oft viel zu pessimistisch, weil dieser Adversary sehr viel kann. Dem kann man entgegentreten, haben wir gesehen, zum Beispiel mit Resource Augmentation, mit Randomisierung. Oder mit Einschränkungen der Eingaben. Zum Beispiel hatte ich beim letzten Mal erwähnt, dass es neuere Arbeiten gibt, wo man dann nicht mehr beliebige Eingabefolgen nimmt, sondern sagt, man guckt sich an, wie viele der Folgen irgendwie sowieso so weit weg sind in der zeitlichen Abfolge, dass man da wenig mitmachen kann oder ganz nah dran, und man deshalb diese gut cachen kann. Ein anderer Nachteil ist, dass man Algorithmen, wo man in der Praxis weiß, dass die unterschiedlich gut sind, oft nicht unterscheiden kann. Zum Beispiel Least Recently Used und First In, First Out oder Flush When Full sind bezüglich des Competitive Ratio gleich, nicht unterscheidbar. Aber man kann halt Messungen machen, wo man sieht, dass LRU viel besser funktioniert. Dem kann man dann aber auch entgegentreten, indem man genauere Modelle sich da anguckt. So, das bringt mich zum Ende des Kapitels über Online-Algorithmen. Jetzt gucken wir nach Stringology. Ach so, das ist jetzt nur online. So, die Hälfte scheint ungefähr fertig zu sein. Ja, willkommen zu dem Kapitel über Stringology. Der Name ist lustig, weil der sich so ein bisschen magisch, mystisch anhört. Es bezeichnet aber eigentlich ganz schöne Algorithmen, die halt auf Text und Strings arbeiten. Und ja, ich finde die eigentlich deswegen so toll, weil die so, naja, so häufig sehr einfache Schleifen, sehr elementare Algorithmen sind, die aber ganz tolle Ergebnisse bilden und auch im Prinzip dann am Ende Textsuche erlaubt, was eine der tollen Anwendungen ist, die halt in den letzten 10 Jahren die Welt revolutioniert hat. Genau, wir machen ungefähr 4 Vorlesungen jetzt hier und es sind so 4 grobe Teile. Das erste ist Zeichenketten sortieren. Das zweite ist in Zeichenketten andere Zeichenketten suchen, also Pattern Matching. Und das ist eigentlich die Textsuche. Davon gibt es 2 Varianten, nämlich einmal so eine Art Offline, wo man den Text nicht vorverarbeitet und dann das viel vielleicht anwendungsreichere Gebiet von einer Suche in einem Index, wo man den Text vorverarbeitet, sodass man in Zeit, die nicht von der Größe, die weniger von der Größe, das ist des gesamten Text abhängt, Patterns sucht. Jeder kennt Google. Ja? Dann gibt es noch die anderen Teile in der Stringology, die heißen, das ist ganz wichtig, Textkompression oder viel allgemeiner eigentlich Datenkompression, weil fast viele Sachen lassen sich eben als Text darstellen. Und in der letzten Vorlesung kombinieren wir dann eigentlich Textsuche in Indizes und Kompression. Und das ist eigentlich eines der tollsten Ergebnisse in der Stringology, dass man tatsächlich in komprimierten Indizes suchen kann. Genau, in meiner Doktorarbeit habe ich irgendwie neue String-Sorting-Algorithmen gemacht. Deswegen werde ich ein bisschen davon erzählen, wie ich hauptsächlich Parallele.
Die kommen jetzt hier nicht so häufig, nicht so im Detail vor. Da sind vielleicht die parallelen Algorithmen besser geeignet, als Vorlesung geeignet. Genau. Zeichenketten sortieren klingt einfach. Das Problem ist irgendwie ziemlich offensichtlich. Ja? Ich habe irgendwie eine Menge Zeichenketten, wie die da, und ich möchte die sortieren. Und das ist ein ganz anderes Problem als irgendwie Integer sortieren, weil die Zeichenketten liegen halt sind nicht atomar. Ja? Die kann man zerlegen, man kann in die einzelnen Zeichen hineingucken und man muss sogar in die einzelnen Elemente von diesen Objekten hineingucken. Und weiterhin, wenn man das tatsächlich implementiert, auf einem echten System liegen die halt irgendwie im Speicher rum und man möchte eigentlich nur diese Pointer hier sortieren, sodass sie in der richtigen Reihenfolge sind. Weiter gibt es bei diesen, das Sortieren von Zeichenketten ist irgendwie dadurch bestimmt, dass man nur ganz bestimmte Menge von Zeichen überhaupt angucken muss, damit man sortieren kann. Also man muss sämtliche dieser Zeichen angeguckt haben, damit man überhaupt richtig sortiert haben konnte. Das nennt sich das sogenannte Distinguishing Prefix. Das sind die blau markierten hier und werden mit D benannt. Also die Aufgabe beim Sortieren von Zeichenketten ist eigentlich ganz einfach. Ich habe irgendwie eine Menge Zeichenketten als Pointer irgendwie gegeben und ja, möchte die sortieren. Die minimale Laufzeit, die überhaupt möglich ist, ist dieses D. Ja, man muss alle Zeichen angucken, die man halt anschauen muss, damit man richtig sortieren kann. Genau, es gibt aber insgesamt Klein-N-Strings und insgesamt Groß-N-Zeichen hier. Und häufig möchte man weiter das sogenannte LCP-Array, das heißt das Longest Common Prefix Array, das ist das LCP hier. Das ist einfach die Anzahl der Buchstaben, die bei zwei aufeinanderfolgenden sortierten, also in der sortierten Folge aufeinanderfolgenden Strings, die Anzahl der gleichen Buchstaben da drin. Ja, kann jeder mal hier nachrechnen. Das sind vier gleiche Buchstaben. Das hängt mit dem kleinen d zusammen, aber ist aber nicht das gleiche. Und das LCP-Array benutzt man dann später für andere Beschleunigungstechniken. Genau. Ich habe in meiner Doktorarbeit alles Mögliche zu parallelem Sortieren gemacht. Es gibt tatsächlich eine Masterarbeit, läuft gerade bei uns am Lehrstuhl, zu verteilten String Sorting, also auf einem großen Cluster von Rechnern. Und da ist dieses LCP tatsächlich der Schlüssel dazu, dass man zwischen den Rechnern halt nicht das schickt, was sowieso gleich ist in aufeinanderfolgenden Strings. Okay, der erste String-Sorting-Algorithmus ist eigentlich ganz einfach. Das ist Radix-Sort. Radix-Sort lernt man, glaube ich, in Algo 1. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ob das tatsächlich drin ist. Aber Radix-Sort ist eine ganz einfache Idee. Ich gehe einmal durch meine Zeichenketten hindurch, beziehungsweise andersrum. Ich mache erst einen Array der Größe Sigma. Das Sigma ist hier die Größe des Alphabets. Also für jeden Buchstaben zähle ich, wie häufig dieser Buchstabe vorkommt. Gehe ich einmal durch die Stringmenge durch, zähle, wie häufig es vorkommt. In dem Beispiel sind es irgendwie 6 A's und 7 K's und sonst Nuller. Das war ein Zufall. Und jetzt möchte man die umordnen, sodass sie nach dem ersten Buchstaben sortiert sind. Das ist Radix-Sort. Das erlernt man dort in Algo 1, glaube ich. Um die Umordnung geschickt zu machen, erzeugt man eine Präfixsumme über dieses Array der Vorkommnisse, der Occurrences. Und zwar in dem Fall ist es irgendwie eine exklusive Präfixsumme. Ja? Also das hier ist die Summe der vorhergehenden Werte plus diesen hier. Und da bekommt man den Endmarker als Sentinel. Dann geht man nochmal durch, beziehungsweise dieses Array, diese Präfixsumme definiert einem, wo man definiert einem so Barrieren oder solche Buckets innerhalb der Stringmenge, sodass hier quasi die 6 A's Platz haben und hier die 7 K's. Natürlich geht das mit viel mehr Buchstaben genauso. Und dann geht man einmal durch und ordnet das ganze Ding um, indem man hier diese Buckets verwendet, um die richtig einzusortieren. Eigentlich ganz einfach, ja? Das ist Radix-Sort, Algo 1. Was ist die Laufzeit von dem? Ich habe es schon hingeschrieben. Die Laufzeit von Radix, also genau, wenn man das dann einmal sortiert hat nach dem ersten Buchstaben, macht man Rekursion in die einzelnen Buckets, sofern sie nicht eins oder nicht ein Element haben oder leer sind. Ja? Das ist ganz einfach. Das ist Radix-Sort. Nach dem ersten Buchstaben sortieren, nach dem zweiten und dritten und so weiter. Was ist die Laufzeit? Nun,
Wir haben auf jeden Fall erstmal klein d, ja, weil wenn wir das wiederholt machen, gucken wir tatsächlich nur die Buchstaben an, die zur Sortierung notwendig sind, weil in dem Moment, in dem es fertig ist, sind die Buckets 1 oder leer und dann ist man fertig. Die nicht in d, in dem Distinguishing Prefix liegenden Buchstaben werden gar nicht angeguckt. Aber wir haben so mehrere Durchgänge durch dieses Zähler-Array. Ja, das Zähler-Array hat irgendwie Größe Sigma und wir haben R-Durchgänge. Ich habe jetzt R mal hier geschrieben. Also man hat eine bestimmte Anzahl von Durchgängen, die Tiefe der Sortierung. Weiter gibt es noch ein Problem bei diesem Algorithmus. Was passiert denn, wenn n, also die Anzahl der Strings, kleiner ist als Sigma? Dann mache ich deutlich mehr Arbeit bei dem Zählen, als ich überhaupt Strings habe. Und an dieser Stelle wird Radix-Sort ineffizient. Grundsätzlich ist es also ein ganz toller Algorithmus. Ja, ich gehe einmal durch. Ich gucke genau diese Buchstaben an und summiere die auf. Für jeden Buchstaben, der überhaupt angeschaut wird, wird einmal irgendwo gezählt, wird das Array x mal durchgegangen, also wird eine Präfixsumme erzeugt, was billig ist, nur Größe Sigma. Aber wenn zu wenige Strings da sind, muss man auf einen anderen Algorithmus umschalten. Und den erzähle ich jetzt noch gleich als zweite Variante. Genau, dieser Algorithmus Radix-Sort ist einer der schnellsten, die es gibt, weil der benutzt viele Sachen, die in den Prozessoren sehr, sehr schnell ist, nämlich insbesondere das Inkrementieren in einem Array. Ja, ich nehme den Buchstaben, verwende den als Index in einem Array und das ist so das Random Access, was unsere Rechner so extrem gut können. Ja, ich berechne quasi die Adresse und nur um eine 1 reinzuschreiben. Es sind keine Vergleichsoperationen notwendig in dem Algorithmus. Es ist eine Indizierung an eine Stelle. Okay, dieser Algorithmus ist auch deswegen noch toll, weil es eine In-Place-Umordnungstechnik gibt da dafür. Ja, also was ich euch so beschrieben habe, ist, man geht einmal nochmal durch und ordnet den neu um, neu ein. Das kann man machen, indem man halt ein neues Feld erzeugt und dann das verwendet, ja, um das so voll zu schreiben quasi. Man kann aber auch diese Zeichenketten in dem gleichen Array neu umordnen. Und das ist eigentlich ein ganz toller Trick. Ich werde den jetzt hier nicht beschreiben. Wahrscheinlich ist das mal Übung oder ihr könnt euch das selber mal überlegen. Der Trick ist, wenn man hier so eine Umordnung hat, dann lässt sich diese Umordnung immer irgendwie als Permutation gedanklich auffassen. Und dann kann man die einzelnen Schritte, die einzelnen Zyklen in der Permutation ablaufen. Kann man sich mal überlegen. Das ist eine tolle Sache. Okay. Dieser Algorithmus lässt sich auch unglaublich leicht parallelisieren, ja? Indem ich halt die Buchstabenmenge irgendwie aufteile auf die Prozessoren. Dann habe ich getrennte Zähler-Arrays, einfach. Ja? Jeder zählt seinen eigenen Bereich. Und jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich diese Präfixsumme ändere, sodass am Ende die Ordnung der Buckets wieder richtig ist. Ja? Das macht man, indem man die Präfixsumme so auf eine Art und Weise macht, irgendwie von oben nach unten und in dieser Reihenfolge. Und dadurch gibt's und dadurch lässt sich das parallelisieren, indem man die Buckets, die Teile, die verschiedenen Prozessoren dann, denen die Prozessoren zugeordnet sind, die Prozessoren zugeordnet wird, durch die Präfixsumme richtig ausgerechnet hat. Okay. Das ist Radix-Sort, das ist eine der schnellsten parallelen Sorte. Ja, ich habe da für eine der Kapitel meiner Doktorarbeit einen großen Vergleich von drei verschiedenen parallelen Sorten. Das war der bei zufälligen Eingaben der beste war. Einen anderen Algorithmus, Radix-Sort ist, glaube ich, älter als Multi-Key-Quicksort. Multi-Key-Quicksort ist eine der einfachsten Algorithmen, weil er im Prinzip eine Adaption von Quicksort auf Strings ist. Quicksort auf Strings. Wenn man sich überlegt, wie Quicksort funktioniert, jeder kennt ungefähr, wie Quicksort ist, man wählt ein Pivot, man partitioniert die Elemente in kleinere und größere. Und je nach Variante von Quicksort hat man noch einen mittleren Teil, wo ein Ist-Gleichteil ist.
Man hat irgendwie, also man wählt sein Pivot, nachdem man die Menge aufteilt, in kleiner Größe. Und je nach Variante hat man noch den Ist-Gleich-Bereich. Ja, es gibt einen Ternary Quicksort, es gibt aber auch einen Quicksort, wo das quasi der Ist-Gleich-Bereich einem der beiden zugeordnet wird. Um die Strings richtig zu sortieren jedoch, ist dieser Ist-Gleich-Bereich der eigentlich wichtige Teil. Ja? Wenn ich ein Pivot wähle und mir quasi diesen String überlege, alles was kleiner und was größer sein soll, ja, dann muss ich alle, die gleich diesem String sind oder gleich einem Anfang von diesem String, einem Präfix von diesem String, die muss ich besonders behandeln, denn diese möchte ich tiefer sortieren. Das ist so die Grundidee, wie man Quicksort auf das Sortieren von Strings anwendet. Geschrieben ist es hier in dem Algorithmus, ich wähle irgendwie meinen zufälligen String hier aus, mein P, und teile es in diese drei Teile, kleiner, größer und gleich, je nach dem ersten Zeichen. Nach dem ersten Zeichen oder nach den ersten zwei, drei Zeichen. Und die kleineren und die größeren sortiere ich dann einfach weiter. Aber was passiert mit den mittleren? Die sind gleich diesem Anfang von dem Vergleichsstring, von dem Pivot. Und die muss ich quasi in einer höheren Tiefe vergleichen. Kleines Beispiel. Ja, das ist so die Grundidee. Kleines Beispiel hier. Das ist wieder so eine Stringmenge, eine andere, diesmal Deutsch. Ich wähle mir ein zufälliges Pivot. Hier P. Genau, und das wird der. Es wird partitioniert. Die Stringmenge wird partitioniert nach diesem Pivot. Und das Pivot, die Stringmenge wird partitioniert in die kleineren und die größeren, wo so, dass der erste Buchstabe kleiner oder größer ist als der erste Buchstabe des Pivots. Das heißt, ich habe diese drei Mengen hier. Kleiner, größer, kleiner, gleich und größer. Der Gleichbereich wird jetzt gleich in, also jetzt kommt Reduktion, Rekursion hier hinein. Ja. Es wird zuerst der Teil rekursiv sortiert. Der mittlere und der untere Teil. Bei dem ersten Teil wieder ein Pivot wählen, diesmal das E. Ja. Dann partitioniere ich wieder und dann bin ich tatsächlich auch bei diesem Beispiel gleich fertig. Entschuldigung, bin gar nicht fertig, ja? Weil hier der kleinere Teil ist C2, der größere Teil ist leer und der Gleichteil ist 1. Das heißt, da muss man tatsächlich noch weiter sortieren. Ja? Das ist jetzt nur zufällig in dieser richtigen Reihenfolge. Entschuldigung, das hatte ich vergessen. Wie bei Quicksort werden diese Bereiche natürlich in sich nicht sortiert, sondern nur partitioniert. Das heißt, das ist Zufall. Alles hier ist größer, aber in beliebiger Reihenfolge. Ja? Genau. Der mittlere Teil wird wieder weiter partitioniert, ein zufälliges Pivot namens A rausgesucht und es sind wieder die drei Teile, hier ist größer, das ist gleich und das ist kleiner. Und so weiter und so fort. So, was ist die, und so weiter und so fort. Was ist die Laufzeit von diesem Algorithmus? Interessant. Genau, das ist jetzt die gleiche Variante, kleiner, gleich und größer. Das Einzige, was hier hinzugefügt wird, ist ein Bereich für Sachen ohne Endzeichen. Das ist eine andere Variante davon. Genau, was ist die Laufzeit von diesem Algorithmus? Und das ist ein bisschen schwieriger als bei Radixsort. Man kann sich aber diesen Algorithmus eigentlich ganz schön visualisieren. Sich das ganz nett über. Also der Algorithmus war sowas wie, ich habe meine Strings, Stringmenge hier irgendwie so symbolisch dargestellt, sieht man das überhaupt? Genau, und dann wird es irgendwie aufgeteilt in die drei Teile. Kleiner, gleich, größer. Und genau, und das Ganze wird irgendwie rekursiv gemacht. Hier geht es weiter in die kleineren, gleich, größer und so weiter und so fort. Gibt so einen schönen Baum, hier auch. Bis hier am Ende immer 0 oder 1 Elemente sind, fertig, quasi sortiert sind. Und jetzt kann man sich überlegen, bei dem Algorithmus, jeder Vergleich bei diesem
bei dem Algorithmus überlegt sich, in welchen dieser drei, also hier wird das, also man wählt hier ein Pivot aus, P hier, und dann geht man einmal durch dieses Array von Strings durch. Und jeder Vergleich entscheidet quasi, ob jeder Vergleich mit P entscheidet, ob es nach links in die Mitte oder nach rechts rausgeht. Jedes Element, jeder Vergleich mit P, also jedes Element hier, wird verglichen mit P. Und dann entscheidet sich, ob das nach links, in die Mitte oder nach rechts geht. Das kann man, diesen Gedanken kann man jetzt umwandeln, in dem Sinn, dass man dass jeder dieser Pfeile oder dass die Summe dieser Pfeile alle n Zeichen sind. Oder man kann das anders sehen. Man kann sich überlegen, dass jeder der Ist-Gleich-Vergleiche, die einen mittleren Pfeil darstellen, ein Gleichvergleich war. Und dieser Vergleich quasi ein Zeichen aus der Stringmenge ist, ja, frisst. Ja. Das ist ein Schritt weiter in dem Distinguishing Prefix. Die da machen quasi plus 1 in der Tiefe der Sortierung. Die da hier machen keine Tiefe. So, das heißt, ich habe quasi erstmal alle Ist-Gleich-Vergleiche. Das ist so eine Art, das ist eine Analyse auf zwei Sachen. Ja. Ich vergleiche, die Ist-Gleich-Vergleiche sind, jeder Ist-Gleich-Vergleich ist ein Schritt weiter in den Stringtiefen. Jeder Nicht-Ist-Gleich-Vergleich kann man wohin, damit habe ich irgendwie die Ist-Gleich-Vergleiche accounted. Also eine Menge für die Ist-Gleich-Vergleiche sind die Inkrementierungen in der Tiefe des Algorithmus, damit er irgendwann mal fertig sortiert hat. Was ist aber mit den kleiner und größer Gleichen? Nun, da kann man sich's leicht machen. Das ist nämlich nichts anderes als Quicksort. Wenn man nämlich alle Ist-Gleiche wegmacht, sich gedanklich entfernt, dann bleiben nur noch kleiner und größer übrig. Und diese kleine und größere Aufteilung von der Stringmenge ist das gleiche, wie wenn ich Quicksort suche mache. Ja, kann man sich, wenn man die Ist-Gleiche weg sich denkt, bleibt Quicksort übrig. Und Quicksort hat bekannterweise erwartet n log n Laufzeit. Das heißt, ich kann sagen, dass die Summe aller dieser Pfeile hier erwartet n log n ist. Natürlich kann ich irgendwie schlechte Pivots wählen, dann degradet dieser Baum in eine Richtung, dann habe ich irgendwie so eine Schlange. Aber der erwartete Fall ist, dass der halt schön logarithmische Tiefe hat und eine n log n. Und damit gibt es n log n dieser größer und kleiner Pfeile. Und dadurch kommt man zu der Analyse hier, dass Multi-Key-Quicksort eigentlich eine ganz gute Laufzeit hat. Ja, ist ein ganz einfacher Algorithmus, aber eine tolle Laufzeit. Das ist irgendwie s log s, das ist die Anzahl der Strings, ja. Das ist das, worauf Quicksort angewendet wird. Und der Rest lässt sich einfach durch das große D, das kleine D summieren. Ja? Die Summe aller der Distinguishing Prefixe, der Buchstaben, die ich eigentlich angucken muss. Denn jeder Buchstabe, der in dem Ist-Gleich landet, ist quasi vollständig bearbeitet und wird nie wieder angeschaut werden von Multi-Key Quicksort. Deswegen ist das klein d sind alle, die in dem Ist-Gleich-Bereich sind. Und n, das ist n log n, das ist eigentlich der Quicksort, der das immer weiter aufteilt. Ja, Frage? Ja. Multi-Key-Quicksort ist dieser Algorithmus, ja? Und darin enthalten ist quasi eine Art Quicksort, um die große Stringmenge aufzuteilen. Wenn du dir. Genau. Weil das rekursiv weiter sortiert wird. Ja, der normale Quicksort, also ganz normaler Quicksort, wählt ein zufälliges Pivot-Element raus. Ja, dann guckt es sich die Menge der Elemente an. Macht alle, die kleiner sind, in eine Liste und macht alle, die größer sind, in die andere. Und dann macht er rekursiv, sortiert er die beiden weiter. Es sei denn, sie sind fertig.
Und genau das passiert hier. Ja? Alle Elemente, alle Strings, die kleiner sind in dem ersten Buchstaben als das Pivot-String, kommt in diese. Alle, die größer sind, dahin. Und dann kommt noch dieses mit dem Ist gleich. Das ist quasi Quicksort. Wenn du das Ist gleich wegdenkst, hast du Quicksort. Ja, genau. Richtig. Genau, aber der lässt sich, das ist, es ist quasi, der Algorithmus ist ein Quicksort, bis auf das Ist gleich. Ja? Und das Ist gleich ist das, was quasi Stringtiefe erhöht. Alles andere ist immer ein Partitionieren nach 2, auf 2, beziehungsweise auf 3. Ja? Und deswegen ist die Tiefe wie Quicksort log n. Erwartet log n. Und deswegen gibt es in dem, was ich gemalt habe, halt log n Pfeiltiefen für die ist gleich, für die größere und kleinere Teil. Okay? Das ist ein toller Algorithmus. Den gibt es auch in place. Es gibt wohl noch eine Übung dazu. Die kommt allerdings erst in 2 Wochen. Genau, und dieser Algorithmus hat quasi nicht das Problem wie Radix-Sort, dass er irgendwo von dem Alphabet abhängig ist, ja? Weil den Alphabet interessiert ihn diesbezüglich nicht und deswegen ist der quasi als Basisfall für Radix-Sort gut zu gebrauchen. Genau, ach, das war das Beispiel. Das hier ist nochmal das, was ich mit dem Baum gemalt habe. Ja? Also man hat irgendwie den Ist-Gleich-Bereich, der ist zugeordnet zu den Zeichen und die Nicht-Ist-Gleich-Bereiche sind zugeordnet zu Quicksort und hat erwartete Log-N-Tiefe. So, in meiner Arbeit, Doktorarbeit, gab es diese Übersicht aller Basis-String-Sorting-Algorithmen. Die ersten 2 habe ich euch hier erklärt mit der Laufzeit. Ja. Genau, die kommt aus den 1990er. Burst Sort ist ein Algorithmus, der irgendwie auf einem Try basiert. Der sortiert alles in einen Try ein. Ja, also quasi so ähnlich wie eine Datenstruktur, die die Strings sortiert hält. Das heißt, werden die alle eingefügt und dann werden sie alle wieder ausgelesen. Und LCP Merge Sort ist irgendwie die Idee, dass man gesortierte Stringmengen mergen kann mit LCPs. Es gibt ein Paper über PRAM, parallele String-Algorithmen von Hagerup. Und irgendwie unsere Arbeiten sind dann darauf aufbauend, auf diesen ganzen Algorithmen aufbauende praktische Parallele und aber auch neue Basisalgorithmen für Shared-Memory-Rechner. Darüber erzähle ich jetzt aber erstmal nichts, weil das ist ganz neuer Stoff und das bietet dann die schnellsten parallelen Sorter. Euch mitgebracht habe ich aus meinen Experimenten zu String-Sortern diesen Vergleich für sequentielle Algorithmen. Denn am Anfang von der Arbeit habe ich mir irgendwie so die Frage gestellt, jetzt gibt es so viele String-Sorting-Algorithmen und das sind nur 4. Davon gibt es noch viele, viele, viele Varianten, irgendwie wie man die implementiert, in place, out of place, irgendwie mit, keine Ahnung, mit allen möglichen Zusatzsachen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich der schnellste String-Sorting-Algorithmus sequentieller? Also sequenzieller String-Sorting-Algorithmus. Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ich habe ungefähr, ich glaube, 200 Algorithmen gehabt, oder Varianten von Algorithmen. Und davon habe ich nur 39 ausgewählt und auf irgendwie 7 Eingaben und 6 Maschinen laufen lassen. Und dann hat man viele, viele Zahlen und muss die irgendwie zusammenrechnen. Und das Ergebnis ist, Radix-Sort, dieser CE6-Variante, ist tatsächlich über alle Algorithmen gesehen, die schnellste Implementierung. Genau, die verschiedenen Radix-Sort-Varianten, die hier von Kerkonen und Sanders, das sind irgendwie die Leute, die programmiert haben, das sind tatsächlich die schnellsten, überraschenderweise. Der ursprüngliche Radix-Sort, der älteste, den es so gibt, das ist Nummer 37 hier, der ist erstaunlich langsam, der ist irgendwie 4,8 mal langsamer als der angenommen schnellste Ideale. Die Radix-Sorter haben irgendwie so einen Beschleunigungsfaktor 1,2 und das kann man, also der ist ungefähr 3,5 Mal langsamer als sehr gute Implementierung. Und da kann man sehr viel erzählen über, wie man eigentlich Radix-Sort-Implementierung richtig gut macht. Das ist hochgradig nicht trivial.
In der parallelen Algorithmen-Vorlesung gibt es als Programmieraufgabe gerade parallele Radix-Sorte zu machen. Also falls ihr irgendwie in Zukunft dann mal parallele Algorithmen hören wollt und noch mehr Lust hast, solche schönen kleinen Algorithmen zu bauen, die absolut nicht einfach sind, richtig zu machen. Der Multi-Key-Quick-Sort, die ursprüngliche Implementierung, so wie ich sie gerade erzählt habe, ist erstaunlich gut. Ja? Der ist irgendwie so Faktor 2,4 hier. Genau, und das sind die Algorithmen, die wir gemacht haben. Und hier gibt es eine Verbesserung von dem Multi-Key-Quicksort mit Caching und allen möglichen Varianten, die aber auch dann fast an die Radix-Sorte rankommt und manche der Varianten besser macht. Also, String-Sorting ist ein interessantes Gebiet, finde ich, weil es so viele Hardware, man muss seine Hardware ganz relativ gut kennen, ja, weil irgendwie jeder Zugriff in die Strings ein Cache-Fault kostet. Und deswegen, und wie man die, und gleichzeitig sind es geschickt implementierte kleine Algorithmen. Okay. Irgendwelche Fragen zum String Sorting? Kann ich wahrscheinlich alle beantworten. So, sonst guckt man sich mal meinen Code an, den kann man auf GitHub finden, falls es einen interessiert. Die kleinen. Da gibt es parallele Sorter en masse. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele davon es gibt. Okay, nächstes Thema. Genau, wer braucht eigentlich String Sorting? Ja? Warum guckt man sich das eigentlich an? Das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, gar nichts erzählt. Nun, es ist offensichtlich nicht Excel. Ja? Also Excel mit den 100 Zeilen, die man da sortiert, das ist nicht die Größenordnung, die man hier arbeitet. Aber String Sorting ist ein viel allgemeineres. Ja? Man hat natürlich A, unglaublich viele Texte. Und nachher werden wir das mit dem String Sorting auch als Teil von den anderen Stringology-Algorithmen einsetzen können. Aber ein ganz interessantes Gebiet, was ich nicht wusste, ist das Sortieren von, oder ein nicht ganz bekanntes Gebiet, ist das Sortieren von hochdimensionalen Daten. Ja? Also jedes dieser ein String ist eigentlich ein allgemeines Konzept in dem Sinn, dass es ein Objekt mit Subkomponenten ist. Und das kennt ihr natürlich schon, das ist eigentlich ein Vektor. Ja? Und wenn man irgendwie Vektoren sortieren muss, dann ist das das gleiche wie Stringsort. Ja, und dann gibt es beispielsweise in Simulationen irgendwie, man muss irgendwie die Daten halt sortieren, Vektoren sortieren, hochdimensionale Daten sortieren in eine bestimmte Ordnung. Und das ist alles Stringsort. Okay, nächstes Kapitel ist was ganz anderes, das ist Pattern Matching. Und Pattern Matching ist die Aufgabe, ich möchte ein oder alle Vorkommnisse eines Patterns, wie irgendwie, keine Ahnung, ABCD, in einem größeren Text namens T suchen. Pattern heißt immer P und Text heißt T. Und da das immer irgendwie alle Klausuren, also ich glaube, fast alle Algo2-Klausuren haben mindestens immer ein String, ein Pattern-Matching-Problem, deswegen machen wir das schön detailliert. Genau. Was ist der? Ich habe einen Text, jetzt muss ich den richtigen Text nehmen. Angenommen, ich habe einen Text, sowas wie hier, A, B, A, A, B, A, 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 3 As, ein B, ein A, ein B und dann nochmal 3, 2 As. Ist das mein Text? Diese Beispieltexte haben immer ganz wenige Buchstaben, sowas wie A, B, A. Das hat den Vorteil, dass man dann auf kleinem Platz sehr viel sieht. Und jetzt habe ich beispielsweise ein Pattern, irgendwie sowas wie A, B, A, A. Und hier darf ich jetzt erstmal keine Vorverarbeitung machen oder sowas. Ja? Deswegen, die Aufgabe ist, das Pattern im Text zu suchen. Kommt jemand auf einen ganz einfachen Algorithmus? Ja, also jeder kommt hier jetzt auf den einfachen Algorithmus. Ja, ich fange irgendwie an der Position 1 an, leg mein Pattern an, stell fest, ja, das stimmt, das ist ganz toll. Leg mein Pattern nächsten Buchstaben von meinem Pattern. Stellt mal fest, ja, nee, passt nicht. Was mal jetzt? Naja, ich leg an der zweiten Position mein Pattern an, stell fest, yeah, das passt, das passt. Passt, ich habe ein Vorkommnis getroffen. Ja, ganz toll. Hab einmal gefunden. Was mal jetzt?
Naja, ich habe ja im Prinzip keine Wahl. Leg an der dritten Stelle an, A passt nicht. Leg an der vierten Stelle an, A passt. B passt nicht und so weiter und so fort. Was hat dieser Algorithmus für eine Laufzeit? Genau, das ist einfach, ich nenne mal n, klein n, irgendwie die Länge vom Text und m die Länge vom Pattern. Und dadurch, dass ich irgendwie an jeder Stelle ansetze und im schlimmsten Fall den kompletten Pattern ablaufe, um festzustellen, dass er jedes Mal passt, ja, irgendwie sowas wie, wenn ich irgendwie der Text AAAA habe und der Pattern irgendwie AA ist, dann kommt es überall an jeder Stelle vor und ich habe irgendwie Laufzeit O von n mal m. Geht das besser? Und die Antwort ist ja. Erstaunlicherweise. Also nicht erstaunlicherweise. Das hier war naiv. Ja? Und hat irgendjemand, der deutlich bessere Algorithmus, der sogar bezüglich diesen Annahmen optimal ist, heißt Knut Morris Pratt. Und den lernt wahrscheinlich jeder. Pratt. 2T. So. Und den lernt hoffentlich. Wahrscheinlich jeder Informatiker auf der Welt. Der hat am Ende die Laufzeit n plus m. Mal gleich verraten. Aber wie man da hinkommt, ist gar nicht so leicht. So, was ist das Problem hier? Hat jemand eine Idee, was eigentlich das Problem an diesem einfachen Algorithmus ist? Ja, das Problem ist, dass ich jedes Mal irgendwie beim Pattern von vorne anfange. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache hier, oder wenn ich auch die vollständige, auch wenn es vollständig gematcht hat, dann fängt man wieder ganz von vorne an. Ist das eigentlich nötig? Und die Antwort ist, je nach Pattern, eigentlich nein. Ja? Je nachdem, wie das Pattern aufgebaut ist, muss ich nicht komplett wieder an den Anfang. Sondern, wenn ich beispielsweise hier dieses A gelesen habe, dann kann ich, dann muss ich nicht dieses A hier nochmal gucken. Ich kann quasi gleich gucken, ob das B an dieser Stelle passt. Ich habe dieses A gefunden und kann eigentlich hier gleich weitergehen und gucken, ob da ein B ist. Das ist so die Grundidee. Genau. Die Idee ist irgendwie, man möchte im Pattern nur bei Mismatches oder bei Problemen, also bei Mismatches oder bei kompletten, bei Treffern, möchte man im Pattern nur so weit zurückgehen, wie notwendig. So, und die Knut Morris Pratt Leute haben sich, die drei haben sich eben überlegt, dass dieses so weit zurückgehen ist irgendwie, der Schlüssel da dabei ist, dass man nur so weit, okay, der Schlüssel dabei ist, die Folie, genau, da kann ich das erklären. Der Schlüssel ist, dass man nur so weit zurückgeht, wie notwendig. Und wie notwendig ist die Länge des längsten Präfixes vom Pattern, das auch an der Stelle ist, wo der Mismatch stattgefunden hat. Wenn hier also quasi irgendwie der Fehler auftrat, dann will ich den Pattern nur so weit zurückspulen, wie der Teil hier gleich dem Anfangsteil ist. So, das ist in umgangssprachlich in schöneren Worten ausgedrückt, ist das das längste echte Präfix des vorhergehenden Strings bis zur Fehlerstelle, das auch ein echtes Suffix von dem vorhergehenden Patternteil ist. Okay, erstmal verdauen. Wir rechnen das mal aus. Das ist das längste echte Präfix des vorhergehenden Teils, das ein echtes Suffix ist. Okay, jetzt machen wir das mal für. Beispiel. Genau. Genau, wieder das Beispiel von oben. Das brauchen wir hier nochmal. So, und für dieses Pattern genau, auf der Folie stand irgendwie die ersten zwei Einträge des Arrays sind irgendwie fest, das ist minus 1 und 0. Denn das längste echte Präfix, hier gibt es kein echtes Präfix. Und bei, genau, also wenn ich mir das, ich schreibe es mal hin, das Border Array,
die Datenstruktur, also man erzeugt das sogenannte Border Array, was dann irgendwie genau diese Rücksprünge sind, wie weit ich in den Pattern zurückgehen muss bei Mismatches. Genau, das ist die Länge des längsten echten Präfix von P von 1 bis zu der Stelle des Fehlers oder des Mismatches. Genau, dass ein Suffix oder ein echtes Suffix von dem gleichen ist. Dann kann man irgendwie echt, da das aber schon vorher echt ist, ist es sowieso nicht leer und deswegen passt das. Ja. So, was das eigentlich bedeutet, ist, angenommen, ich habe hier an der Stelle 3 ein Mismatch, dann gucke ich mir an, wie groß das Alpha von diesem Bildchen vorher überhaupt sein kann. Ich gucke mir quasi also von vorne den String an, A kommt nicht vor und deswegen, also genau, der längste Präfix ist in dem Fall leer, ja, ist 0, weil A kommt nirgendwo sonst vor als Suffix. Und deswegen ist es hier 0. Jetzt wird es aber interessant, ja, denn A kommt an dieser Stelle als Suffix wieder vor. Und damit ist das längste Präfix ein Suffix, das längste Präfix A, welches hier an der Stelle 3 vorkommt. Und als Trick gibt es jetzt noch eine leere Stelle hinten dran, die wir dann benutzen werden, wenn quasi komplett matcht. Ja? Also wenn hier sozusagen der Komplett-Matcher, der leer ist. Das längste Präfix, was in dem String als Suffix vorkommt, ist wieder A. Ist wieder 1. So, das ist ein ziemlich langes Beispiel, deswegen machen wir kurz noch kurz ein bisschen Interessantes. A, B, A, B, A. Wieder von vorne, also irgendwie die zwei ersten sind fest, beziehungsweise man kann sich überlegen, das erste ist irgendwie nicht definiert und das Null, hier gibt es kein echtes, also das ist immer Null, weil genau, das kommt halt nie wieder als Suffix vor. So, hier ist es wieder von AB, gibt also das längste Präfix ist halt wieder 0. Ja. Hier ist das längste Präfix wieder 1. Jetzt wird es interessant, das längste Präfix, was als Suffix vorkommt, ist AB. Das kommt an der Stelle wieder vor. Deswegen ist es 2. Und noch einmal, das längste Präfix, was in dem String als Suffix vorkommt, ist ABA, überschneidet sich hier und deswegen ist es 3. So, das ist diese Kennzahl, die man braucht, um im Algorithmus, in dem Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus zurückzuspringen. Jetzt muss ich euch, bevor ich den zeige, bevor ich den ausrechne, natürlich noch. Das hier ist die Grundidee. Also nochmal, ich habe den längsten Präfix des Patterns, um das ich nur nach hinten, das im Fall eines Mismatches nach hinten springe im Pattern. Um quasi das Pattern, so viel wie ich gelesen habe, wieder zu verwenden. Und das ist der eigentliche Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus, der ist dann auch irgendwie relativ simpel, solange diese Idee ist, solange das mit dem Plus, mit den arithmetischen Operationen dann funktioniert. In dieser Variante, ich habe da andere gefunden in der Literatur, in dieser Variante gibt es hier ganz viele Minus-Einser und Plus-Einser an diesen Stellen. Das liegt ein bisschen darin mit zusammen, dass hier in der Vorlesung die Strings mit zumindest an dieser Stelle mit 1 anfangen, also die Position im String mit 1 anfangen. Das ist der Grund für diese Plus und Minus 1. Wenn man das irgendwie mit 0 anfangen lässt, die String-Indizes, dann verändert sich das. Ja? So, ich habe leider keine zwei Tafeln, deswegen kann ich euch nicht gleichzeitig den Algorithmus zeigen und vorrechnen. Audimax könnte ich die jetzt beide gleichzeitig zeigen. Genau. Ich möchte trotzdem rechnen. Ja? Und ich werde euch dann einfach hier hinschreiben, was im Algorithmus an der richtigen Stelle steht. Bitte? Okay, und wie funktioniert die? Ja, aber das wäre ja nicht so schlimm, ja?
Du hast recht, hier kann man irgendwie. Ich drücke da mal drauf. Es fragt sich natürlich, ob rechts oder links hier von euch aus gesehen ist. Halt, halt runter. Nein, halt runter. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, aber ich fange ja mal schon an. Danke. Das werde ich in Zukunft wahrscheinlich noch öfters brauchen. Okay, wenn man hier anfängt. Dann geht der Knuth-Morris-Pratt eigentlich wieder naive String-Algorithmus. Ja, ich fange irgendwo an. Ich habe i gleich 1 und j gleich 1. I ist irgendwie der Zähler im Text und j ist der Zähler im Pattern, wer sich es gedacht hätte. Ist gleich, j wird irgendwie inkrementiert und dann habe ich den ersten Fehler. So, und jetzt haben wir tatsächlich gleich eine Leinwand. Ja, vielen Dank. Genau. Im Knuth-Morris-Pratt, genau. Wenn der erste Fehler hier auftritt, jetzt brauche ich den nämlich auch noch hier, dann wird i und j neu berechnet. Ja? Und i ist in dem Fall 1 und j ist auch 1. Und das neue i, also i ist gleich 1, j ist gleich 2, weil da der erste Fehler aufgetreten ist. Das neue i ist laut Knuth-Morris-Pratt irgendwie i plus j minus border minus 1. Das ist 1 plus 2 minus border von j, das ist 0, minus 1. In der Summe ist das irgendwie 3, 2. J ist gleich das Max von 1 und border von j, was war 0, plus 1 ist gleich wieder 1. So, was hier jetzt passiert ist Knuth-Morris-Pratt hat den Pattern neu aligned. Und er fängt mit dem Pattern Buchstaben an 1 an der Stelle i ist gleich 2 an. Und das ist eigentlich genau das gleiche wie naiv. Ja? An der Stelle im Text 2, Pattern 1 ist eigentlich naiv. Okay? Und dann machen wir das wieder. Dann geht es weiter. Es werden alle wieder Strings gematcht. Das ist diese While-Schleife hier. Ja? Bis in dem Fall tatsächlich ein Occurrence, also ein Vorkommnis stattfand. Und was jetzt an der Stelle passiert ist, irgendwie i ist gleich wieder 2, aber j ist jetzt 5, ja? Weil hier an der Stelle fertig war, 5. Das ist der Fall hier, wenn j kleiner gleich m, ja? Wenn quasi der Pattern aus ist, muss diese While-Schleife enden und wenn j größer als m ist, also j in dem Fall 5 größer als die Länge des Patterns, dann habe ich ein Vorkommnis gefunden, also ein Occurrence gefunden. Und was jetzt um die nächsten Schritte, um die anderen Vorkommnisse auch noch zu finden, die anderen Treffer zu finden, muss ich Knuth-Morris-Pratt quasi neu starten und der Border an dieser leeren Stelle sagt, wie weit ich den Pattern zurückschieben muss. Und gerade in unserem Beispiel ist dieses letzte A quasi das erste A des neuen Patterns. Und das ist, was er jetzt machen wird. Ja. Er wird quasi den Pattern so verschieben, dass dieses A nicht nochmal gelesen werden muss. Genau, und das macht er. Also die Berechnung ist irgendwie das neue i ist gleich j plus 2, i plus j, 2 plus 5, minus das Border Array von 5, das ist 1, minus 1. 5 und j ist gleich Max. Ja, danke. Passt gleich nicht mehr alles drauf. Max ist 1 und Border von 1 plus 1. Sieht man das jetzt? Ja, gut. Genau, und in dem Fall ist es halt 2. So, also i und j sind irgendwie 5 und 2. Gehen wir wieder hoch, damit ihr den Text noch seht. Es ist neu ausgerichtet. Knuth-Morris-Pratt fängt an der Stelle 5, also realigned das Pattern, das Matching an 5, fängt aber an der Stelle J im Pattern an, neu zu matchen. Ja, das heißt, das ist der nächste Vergleich hier. Beziehungsweise also der schlägt natürlich fehl. Und damit hat er das A übersprungen und vergleicht hier mit B, das ist ein Fehler. Ja, also Fehler, deswegen muss ich hier neu rechnen. Genau, genau, Fehler ist i ist gleich 5 und j ist gleich 2, aber als Fehler.
Und jetzt machen wir das noch einmal, den Rest dürft ihr dann irgendwann mal selber machen. 2 plus 5, Entschuldigung, 5 plus 2. Minus Border von 2 ist 0. Minus 1 ergibt dann 6. Und 6 ist dann quasi der neue Start, der neue Punkt, wo KMP anfängt. Und J ist jetzt wieder Max von 1 und Border von 2, welches 0 ist, plus 1. Wie gesagt, diese plus 1er hier sind, haben irgendwie mehr damit zu tun, dass halt hier mit 1 angefangen wird zu zählen, als irgendwas mit dem Algorithmus zu tun hat. Genau, 1. Und damit fängt er jetzt wieder weiter an. Er aligned an 6, aber diesmal prüft er an dieser Stelle das A. Und in dem Fall passt es wieder. B, A. Und hier gibt es den nächsten Fehler. Und dann geht er so weiter. Was ist die Laufzeit von diesem Algorithmus? Ich habe zwar das Ergebnis schon erklärt, verstanden, aber wie kommen wir dahin? Das Ergebnis schon verraten. Nun, wir haben eigentlich zwei While-Schleifen hier. Ja? Zwei While-Schleifen abgebildet. Die erste, wie sieht man das da irgendwie? Genau, was sind die zwei While-Schleifen könnten sehr, sehr lange laufen. Wie kommt man irgendwie zu einer sinnvollen Laufzeitbeschränkung? Und das ist eigentlich ganz nette Idee. Also offensichtlich ist es ja irgendwie, wird jeder Buchstaben weniger angeguckt als beim Naiven. Ja? Aber genau, wie kommt man zu der Idee? Und die Idee ist eigentlich ganz cool. Man muss nämlich dieses Diagramm angucken. Jedes dieser Schritte hier war konstante Zeit, das war nämlich irgendwie die Berechnung plus, plus also J plus plus oder dieses Lookup in dem Border Array und diese Neuberechnung von I und J. Ja, hier war irgendwie plus, also hier hat sich I nur inkrementiert, dann gab es einen Fehler, dann wurde das Border neu ausgerechnet. Das ist quasi ein Schritt und dann gibt es die Inkrementierung, hier wird Border ausgerechnet, neue Border. Bei Mismatches passiert immer eine konstante Menge von Operationen da unten, ein Array Lookup und so weiter und so fort. Das heißt, und diese Schritte gehen quasi immer nach rechts oder nach unten. Was sind die maximale Länge, bevor ich hier irgendwie fertig bin? Nun, ich kann hier nur n mal nach rechts gehen. Ja, und wie viele Schritte kann ich höchstens nach unten machen? Ich kann auch irgendwie nur höchstens n Schritte nach unten machen, weil jedes Mal hier der Pattern nach rechts, nach links geschoben wird. Der Pattern wird immer weiter verbraucht jedes Mal. Also ich kann quasi nicht ewig nach unten laufen, das sieht jeder ein. Ne? Ja, und die höchste Tiefe, die ich hier haben kann, ist irgendwie n. Und damit ist die Länge dieses Algorithmuses höchstens 2n. Ja, weil irgendwie immer nach rechts oder nach unten gegangen wird. Und damit ist dieser Algorithmus irgendwie O von 2n. Das ist die schöne visuelle Laufzeitbeschränkung. Ja, weil diese Schritte konstante Zeit sind und höchstens 2n davon. Im ursprünglichen Paper ist das bestimmt viel komplizierter. Aber so ist das mit diesen Algorithmen. Ah, natürlich fehlt da noch was. Was fehlt denn noch? Naja, die Vorberechnung, die ich auf P mache. Ja, ich muss irgendwie dieses Border Array vorher noch berechnen. Das heißt, hier fehlt noch plus Vorberechnung. Okay. Und das gucken wir uns gleich an. Diesmal. Genau, wie berechnet man dieses Border Array vor? Und wie lange dauert das? Ich habe das hier auf dem Projektor so mit Abdecken und Fingern gemacht. Wenn man jedes Mal von vorne anfangen würde, dann wäre dieser Algorithmus wahrscheinlich irgend sowas wie m Quadrat. Ja? Das geht aber natürlich deutlich geschickter, weil dieses Border Array eine Eigenschaft hat, dass der rechte Teil mit dem linken Teil enthalten ist. Also so es ist so eine Subeigenschaft. Ja? Das längste Präfix, das ein Suffix ist, ja? das lässt sich eben daraus berechnen, aus vorhergehenden längsten Präfixen ausrechnen. Und das ist der Trick, wie man da von m Quadrat oder sowas auf m kommt, auf Laufzeit O von m. Angenommen, man möchte irgendwie, angenommen, das Border Array sei schon berechnet, ja? Das Border Array sei bis zur Position J-1 irgendwie bereits berechnet und ich möchte quasi jetzt die Position J rechnen.
Das längste Präfix, das war das, was ich mit Abdecken irgendwie mit meinem Finger gemacht habe. Ja? Um diese Position J zu berechnen, muss ich alles von vorher angucken. Und die Idee ist eigentlich ganz einfach. Ich muss das Border Array oder die Länge des längsten Präfixes, das vorhergehende, der vorhergehenden Länge angucken und vergleichen. Genau, also ich möchte. Genau. Wie funktioniert das? Ich möchte Position J berechnen. Genau. Deswegen muss ich gucken, was das längste Präfix ist. Und dazu gucke ich, was das längste Präfix von J minus 1 ist. Ja? Das steht ja aber da schon. Ja? Das steht Border von J minus 1. Das Alpha, das längste Präfix des 1 kürzeren, steht bereits drin. Das ist nämlich Border von J minus 1. Ich muss quasi nur gucken, ob dieses längste Präfix sich verlängern lässt, ja, um diese eine Position. Deswegen muss ich eine Position nach dem Alpha, nach dem Border des bisher berechneten, vergleichen mit der Stelle J-1. Um quasi zu gucken, ob dieses längste, das Alpha sich hier an dieser Stelle verlängern lässt, um plus 1. Ich benutze sozusagen das Vorwissen aus dem bisherigen Border Array und gucke, ob sich es verlängern lässt. Das sind diese beiden x und y hier. Ob sich das Alpha hier an dieser Stelle verlängern lässt. Wenn diese gleich sind, habe ich ein längeres Präfix gefunden. Was ist, wenn sie nicht gleich sind? Na, da muss ich gucken, ob es nicht ein vorhergehendes längeres Präfix gab und das bisher längste Präfix an dieser Stelle oder das bisher längste Präfix von Alpha ist dieses Beta und es steht an Border von Border an der an rekursiv weitergeguckten längsten Präfixstelle. Und das ist einfach Border von dem bisherigen Alpha. Also deswegen ist es Border von J minus 1 plus 1. Das ist eben die Stelle, das ist die Länge von Beta. Da muss ich gucken, ob sich Beta hier wiederholt. Also Beta wiederholt sich hier, das wiederholt sich hier an der Stelle. Und gucken, ob das sich das um 1 verlängern lässt. Und das ist der Trick, wie man das Border Array von m² auf m Vorberechnungszeit runterbekommt, indem man das vorhergehende Border benutzt und quasi nur guckt, ob es sich verlängern lässt. Als Algorithmus implementiert sieht das dann so aus, das ist tricky, aber das ist in Laufzeit O von m. Damit habe ich die Gesamtlaufzeit von Knut Borges-Pratt. Ich wollte irgendwas dazu noch sagen, anscheinend nicht. Die Gesamtlaufzeit von Knut Borges-Pratt ist irgendwie n, also 2n, plus die Vorberechnung vom Border Array, das ist die Laufzeit von m mit diesem kleinen Trick hier drin. Wie sieht man, dass dieser Algorithmus irgendwie nur von O von m ist? Da gibt es eine einfache Überlegung. Es ist nämlich wieder eigentlich eine Vorschleife. Es ist eine Vorschleife, die läuft m mal durch. Das ist irgendwie ziemlich klar. Aber da drin ist eine While-Schleife und diese While-Schleife könnte dann irgendwie doch einen quadratischen Algorithmus geben. Der Trick, wie man sieht, dass das hier quasi nur Laufzeit O von M ist, ist, dass diese Operation, das Border, diese Zuweisung I ist Border von I, das ist die Rekursion, die ich vorhin gezeigt habe, wie von Alpha nach Beta kommt, eigentlich immer I nur kleiner macht. Ja, I wird an dieser Stelle immer kleiner und an dieser Stelle wird es erhöht. Und damit ist i quasi i kann höchstens m werden und an der Stelle wird es immer verkleinert. Und damit habe ich in Laufzeit O von m. Okay. Irgendwelche Fragen? Es ist unglaublich beliebter Klausurstoff, wenn ihr die alten Klausuren rechnet. Es kommt fast überall drin vor. Es ist aber immer in einer anderen Variante. Weil es sehr viele Varianten hier gibt. Mal muss man das Border Array berechnen, mal muss man ausführen und so weiter. Keine Ahnung. Es gibt viele Varianten. Es ist eine sehr beliebte Klausuraufgabe. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es in der nächsten Klausur ist. Also ich weiß es nicht. Kein Mensch weiß das. Ich würde ganz gerne was Neues benutzen. Es gibt tatsächlich, genau, wir haben jetzt zwei solche Algorithmen gesehen, die darauf basieren. Ich habe irgendwie die so eine Art Online-Pattern-Suche ist. Ja? Ich habe quasi einen Text gegeben und ein Pattern gegeben
und mache eine Vorberechnung, also mache möglicherweise eine Vorberechnung auf dem Pattern, weil dieser quasi fest ist, und scanne dann einmal den Text durch. Und mit dieser Vorberechnung von KMP kann ich irgendwie geschickter arbeiten. Es gibt tatsächlich noch andere Algorithmen, die das ein bisschen, die das zwar nicht asymptotisch besser machen, weil Knut Morris Prep mit N plus M ist asymptotisch optimal, weil ich muss irgendwie den ganzen Text angucken, mindestens, und ich muss das Pattern angucken. Und viel weniger geht nicht als N plus M. Aber es gibt andere Algorithmen, die so ein bisschen was anderes machen, die dann in der Praxis schneller sind, denn die machen nicht diesen Rücksprung wie KMP, sondern die gucken von vorne nach hinten. Ja, also wenn ich quasi einen Treffer gefunden habe, dann gehen die nicht zurück und fangen wieder von vorne an, sondern die gucken von hinten, ob es passt. Und dadurch hast du ihn dann in der praktischen Wahrscheinlichkeit, falls es mal quasi einen Fehler gibt, kannst du diesen Teil überspringen. Also es gibt da noch ein paar andere Algorithmen, die noch in der Praxis ein bisschen besser sind. Aber genau, das ist der einzige Pattern-Matching-Algorithmus oder die einzigen zwei Pattern-Matching-Algorithmen, die wir hier machen wollen. Genau, das war die Aufgabe. Genau, die nächsten Algorithmen, die wir da uns angucken werden, sind ganz anderer Natur. Die gehen davon aus, dass der Text gegeben ist und sich nicht häufig ändert. Und dass das Pattern natürlich auch gegeben ist, aber sich häufiger ändert als der Text. Und kürzer ist vor allem. Ja, das ist irgendwie deutlich kürzer. Der Text ist deutlich größer als das Pattern. Und wieder die Aufgabe, ich möchte alle Vorkommnisse von dem Pattern im Text suchen. Und genau, und dann an dieser Stelle lohnt sich, dann fängt es an, fangen sich, fängt's an. Lohnt es sich, Vorberechnungen auf dem Text zu machen. Ja, dann ich vorverarbeite den Text, weil der sich selten ändert. Man denke irgendwie an Google. Ja, also gut, da verändert sich der Text eigentlich auch sehr schnell. Man betrachtet ihn als statisch, aber es gibt deutlich mehr Anfragen, die auch deutlich kleiner sind. Genau, mit P vorverarbeiten, das war das. Es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten zu dieser Textsuche, wo Fehler erlaubt sind im Text. Das ist eine ganz interessante Sache. Also Fehler ist das falsche Wort. Ich möchte in dem Text... Ich möchte den Text gegeben haben und ich möchte mit den Pattern im Text suchen, aber ich möchte nicht genau matchen. Ich möchte alle Treffer, alle Vorkommnisse finden, die passen bis auf beispielsweise einen Buchstaben im Pattern. Also eine ungenaue Suche. Und das ist unglaublich, also es ist eins der schwereren Gebiete hier in der ganzen Stringology, weil es sehr, sehr viele Kombinationen gibt. Ja. Wenn man einen Buchstaben quasi nicht genau matchen muss, hat man auf einmal sehr viel mehr Möglichkeiten. Ja. Und das finde ich aber, das ist eins der interessanteren Gebiete, und bei uns läuft da auch gerade eine tolle Arbeit mit den DNA Sequenzierleuten, die in Cambridge arbeiten. Die haben da große Sequenziermaschinen, große DNA-Sequenziermaschinen, die ich auch mal angucken durfte. Das ist irgendwie ein Raum gefüllt mit solchen großen Kisten. Und da hat mir eine Biologe erklärt, wie da irgendwie die DNA wirklich gelesen wird. Er konnte dem nicht so wirklich folgen. Also das ist eine tolle Sache. Irgendwie die DNA wird aufgesplittet und da werden irgendwie an den Enden der aufgesplitteten Stellen irgendwie fluoreszierende Moleküle hinzugefügt, und dann kann man diese fluoreszierenden Moleküle mit einer Kamera fotografieren und kriegt dann raus, ob das DNA an dieser Stelle irgendwie eins dieser vier Buchstaben A, G, C, T hat, aus denen wir alle mit denen unsere DNA alle gebaut ist. Also die haben sehr, sehr viele von diesen Daten, und die Daten sind halt immer verrauscht und falsch, weil ob das jetzt die Kamera mal irgendwie die richtige Farbe erkannt hat oder nicht, ist immer mögliche Fehler. Und deswegen ist Fehlersuche, also ist Suche mit erlaubten Fehlern von Pattern in großen Texten toll. Und wir machen da gerade, also ich programmiere gerade mit Leuten da einen Index, der sowas wie 95-prozentige
Überdeckung von dem Pattern in einem großen Text, man denke sich irgendwie Petabyte-Größe, und dort irgendwie alle Treffer findet. Und der Witz ist da dabei, bei unserem Index wird das so gemacht sein, dass er, also die Eingabedaten sind falsch, der Pattern ist möglicherweise nicht richtig, aber er muss trotzdem zu 95% übereinstimmen. Und da gibt es dann Tricks wie Bloomfilter, wir werden dann Bloomfilter verwenden und möglich, und der Index, den wir da designen und programmieren, ist basiert dann darauf, dass man Fehler dass der Index nur einen einseitigen Fehler erlaubt. Das heißt, er wird deutlich mehr Vorkommnisse liefern. Also er liefert immer mehr Vorkommnisse, aber nicht alle von denen treffen den Pattern. Aber das kann ich dann nachher einfach nachprüfen. Okay. Genau, das ist der zweite Fall. Ich möchte quasi den Text vorverarbeiten. Da kommt man in die Richtung von Textindizes oder Bloomfilterindexe, die ich beispielsweise mache. Im Rahmen der Vorlesung sind aber irgendwie die zwei Indizes namens Suffix Array und Suffix Tree am interessantesten, weil die schöne algorithmische Konstruktionen sind. In der Praxis wird viel häufiger der sogenannte invertierter Index eingesetzt. Also der Google-Index basiert auf dem invertierten Index, soweit man weiß, was die da eigentlich machen. Für die Stringology-Bereich ist jedoch Suffix Array und Suffix Tree viel interessanter. Kurzer Abriss noch, was eigentlich ein invertierter Index ist. Ein invertierter Index ist, ich habe einen Text, beispielsweise hier irgendwie dieser lustige Text hier. Man denke sich an der Stelle irgendwie so der Korpus der Webseiten im Internet. Und ein invertierter Index ist dann einfach eine Auflistung aller Vorkommnisse für jeden Term des Index, jeden Term, der im Text vorkommt. Und die Terme sind hier da dabei einfach die englischen Wörter. Kann man sich vorstellen, davon gibt es viele, aber nicht wirklich sehr viele. Davon gibt es irgendwie nur, keine Ahnung, 100.000. Wenn man jetzt irgendwie 100.000 Wörter, wenn man jedoch irgendwie alle Fehler, also wieder alle, wenn man jedoch irgendwie falsch geschriebene Wörter und irgendwie ganz viele Buchstaben, dann kommt man vielleicht auf 1 Million oder sowas von Termen. Aber das sind halt nicht viele. Genau, und es gibt die Termmenge ist relativ klein und die Listen sind relativ lang. So, und genau, also wenn Google arbeitet darauf, das sind alle Vorkommnisse von den Buchstaben. Und wie funktioniert jetzt eigentlich eine Query? Die Query ist dann einfach, ich kenne die Wörter, nach denen ich suche. Das passiert, wenn ihr in Google eingibt. Ja, dann gebt ihr 2, 3 Wörter ein. Und dann werden diese Listen hier einfach die Intersektion berechnet. Ja, die werden geschnitten. Und jetzt kann man sich aber vorstellen, dass im Worst Case diese Listen sehr, 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 sehr lang sein können. Ja, Internetgröße. Was man dann in der Realität macht, ist diese Listen A komprimieren, ja, weil diese Listen lassen sich relativ leicht komprimieren, und man möchte ja eigentlich auch nicht alle Ergebnisse liefern bei Googles Suche beispielsweise, sondern man möchte die wichtigsten suchen. Und dann deswegen ordnet man diese Listen so um, dass quasi am Anfang die wichtigsten in irgendeiner Form sind, sodass man sie nicht komplett lesen muss. Ja, und dann mache ich die Intersektion von 2 Wörtern und versuche und lese nur von vorne nach hinten die wichtigsten, mache die Intersection da davon und damit bekomme ich die ersten 10 Treffer und das reicht ja schon. Das ist so die Idee, die hinter dem Inverted Index, aber von den Worst-Case-Laufzeiten sind die natürlich möglicherweise sehr schlecht. Und deswegen gibt es die anderen Indexe, die in der Stringology deutlich beliebter sind. Das ist irgendwie das Suffix Array und der Suffix Tree. Und Professor Sanders hat zusammen mit Juha und Stefan Burkhardt in 2003 einen ganz berühmten Algorithmus gemacht, der das Suffix Array in Linearzeit berechnet. Das ist auf jeden Fall das Thema der nächsten Vorlesung morgen.
ist dieser Algorithmus, mit dem man ein Suffix Array erzeugt. Jetzt kurz noch, was eigentlich ein Suffix Array ist. Wenn ich einen Text habe, genau, also das ist Stringology, ein bisschen Notation, bevor wir da weitermachen. Bei Stringology ist häufig die Grundmenge, nennt man Alphabet, häufig Groß-Sigma, manchmal Klein-Sigma und manchmal ist Klein-Sigma irgendwie die Größe des Alphabets. Das hatten wir hier schon ein paar Mal. Ein Alphabet ist einfach nur eine Menge von Buchstaben oder auch Vergleichbares. Ein String ist einfach nur ein Array, was an jeder Stelle einen Buchstaben hat, hätte ich es gedacht. Und ein Suffix von einem Text ist ein String, der an diesem Text anfängt, an einer Position i und bis zum Ende läuft. Zum Beispiel bei dem String Banana sind das irgendwie die Suffixe, die sechs Suffixe. An jeder Position im String fängt ein Suffix an und deswegen gibt es n da davon. Je nach Autor und je nachdem, wie man das interpretiert, haben Strings eine Endmarkierung, beispielsweise ein Null oder manchmal ist es auch ein Dollar, was eine Terminierung ist. Alle diese Suffixe sind offensichtlich eindeutig, weil durch diese Endmarkierung, sie sind alle unterschiedliche Länge und deswegen kann man sie auch eindeutig sortieren. Ja. Und das Suffix Array ist einfach die sortierte Reihenfolge dieser Suffixe. Ich habe die Suffixe hier und ich möchte die lexikografisch sortieren. Lexikografisch bedeutet einfach komponentenweise. Ja? Ein Buchstaben, also zwei komponentenweise sortieren. Und genau, das klingt einfach, ist aber in der Praxis relativ aufwendig und schwer, insbesondere wenn das deutlich größer ist als Banana. Was das aber liefert, ist eine Liste oder eine Permutation aller Suffixe in lexikografischer Reihenfolge. Und was man sich dann da dabei speichert, sind natürlich nicht die Suffixe, man speichert natürlich nicht irgendwie hier die komplette Liste der Suffixe von so einem String, sondern man speichert sich die Permutation der Suffixe, sodass sie sortiert sind. Das ist die eine Permutation, die richtig ist. Genau. Und die Größe eines Suffixes ist dann klein n mal die Größe von einem dieser Indexe. Das ist eine der Grundstrukturen von der ganzen zukünftigen Stringology. Weswegen das ganze Suffix Array und Suffix Trees und so weiter gestellt wurde, ist die Frage, ob man in einem String irgendwie Wiederholungen schnell finden kann. Man denke sich irgendwie an die DNA-Suche zurück. Lässt sich irgendwie in einem langen DNA-String in guter Komplexität Wiederholungen finden? Und da gibt es irgendwie ein schönes Zitat, dass Knut damals meinte, das geht nicht in O von N, beziehungsweise oder also in O von der Länge des Strings. Und das ist falsch. Also das geht tatsächlich in O von N, was eigentlich ein überraschendes Ergebnis ist, dass man sämtliche Wiederholungen in so einem String, die man nicht kennt vorher, finden kann. Die längsten Teilstrings, die zweimal oder mehrfach vorkommen. Genau, und dazu wurden tatsächlich nicht die Suffix Arrays, sondern der Suffix Tree entwickelt. Und der Suffix Tree ist eine etwas intuitivere Art und Weise. Also das hier ist das Suffix Array. Und der Suffix Tree ist eine intuitivere Art und Weise, einen Index für so einen String zu bauen. Und mit dieser Arbeit von Weiner irgendwie 1973 hat man dann gezeigt, dass man tatsächlich die längsten Wiederholungen finden kann. So, der Suffix Tree werde ich sehr viel noch dazu zu erzählen haben. Der Suffix Tree für Banana sieht irgendwie so aus. Hier hat der Banana auf einmal ein Endzeichen namens 0. Und der Suffix Tree ist einfach der kompaktierte Try aller Suffixe.
Try gab es, glaube ich, in Algo 1, ja, bin ich sicher. Kompaktiert deswegen, weil an diesen Kanten halt mehr als ein Buchstaben dasteht. Man kann sich das erstmal so vorstellen, dass man irgendwie so einen großen Baum baut und die Strings in der einfach einfügt. Ja, beispielsweise der Suffix Banana ist offensichtlich da, der Suffix Anna geht irgendwie A, N, N, A, N, A, N, A. Das ist der Suffix 1 an der Stelle 1, der ist repräsentiert durch diesen Pfad. Und so wird jeder der Suffixe durch einen ganz bestimmten Pfad dargestellt, denn die Blätter dieses Baums sind einfach die Suffixe und die Reihenfolge der Blätter ist identisch mit dem Suffix Array. Das ist erstmal die theoretisch oder intuitiv einfachere Datenstruktur zu bauen. Man fügt einfach in einen Suchbaum quasi alle Suffixe ein. Dann ist der Suchbaum natürlich groß und deswegen kompaktiert man den an den Kanten und schreibt an die Kanten, also man komprimiert quasi nicht mehrere Buchstaben hier zusammen und deswegen ist das ein kompaktierter Try. Man schreibt mehr als einen Buchstaben pro Kante. Wie viele Knoten enthält dieser Baum? Das ist eigentlich sehr einfach. Er enthält n Blätter, habe ich schon gesagt, und er enthält auch n Verzweigungen. Und n ist die Länge des Strings, mit dem ich den darstelle. Weil jeder neu hinzugefügte Suffix einmal irgendwo eine Verzweigung erzeugt und deswegen sind es n-Verzweigungen. Also n innere Knoten. Und jetzt gleich die Frage, wie schnell kann ich den suchen mit diesem Baum? Wie schnell kann ich in einem String einen Pattern jetzt suchen? Wie schnell könnte ich in Banana Anna suchen? Alle Vorkommnisse. Ja, ist super simpel. Ich fange halt ganz oben an, gehe A, gehe den Weg von NA und alle, die da drunter liegen, sind meine Matches. Ja. Ich füge also im Prinzip in einen Baum alle Suffixe ein, dadurch kann ich super schnell suchen. So, diese Datenstruktur hat jedoch alle möglichen Probleme, denn das lässt sich zwar ganz schön malen, irgendwie so ein Baum, aber wie ist eigentlich dieser Knoten hier eigentlich implementiert? Und da gibt es so zwei grobe Kategorien. Ich könnte quasi diesen Knoten einfach als Array der Größe Sigma darstellen. Ja. Ich könnte ein großes Array, die meisten sind in dem Fall hier irgendwie leer und an jedem Stelle irgendwie geht es dann weiter. Oder ich mache irgendwie eine Hash-Tabelle an diese Knoten oder ich mache alle möglichen komplizierten Sachen. Aber das ist so das große Problem beim Suffix Array und deswegen hat der beim Suffix Tree. Deswegen hat der auch einen relativ hohen Platzverbrauch. Die besten Implementierungen sind irgendwie sowas wie 10n. Und in dem Vergleich ist das Suffix Array, das von vorher, deutlich kleiner, weil das halt irgendwie nur n mal die Größe eines Index und das ist irgendwie 4 oder 5. Und die besten Suffix-Tree-Implementierungen brauchen 10n. Und genau, und deswegen wird in der Praxis viel häufiger inzwischen das Suffix-Array eingesetzt als der Suffix-Tree. Die meisten Bioinformatik-Sachen laufen damit. Genau, und an der Stelle läuft die Zeit davon. Nächstes Mal gucken wir uns genauer an, wie dieser Suffix-Tree aufgebaut ist nochmal, was man damit alles machen kann. Und es gibt dann eine längere, also morgen tatsächlich gleich schon den Algorithmus, wie man Suffix-Arrays in Linearzeit machen kann oder mit dem Algorithmus, den der Chef und Juha Kerkinen gemacht hat. Vielleicht werde ich noch einen anderen Suffix-Array-Konstruktionsalgorithmus vorschieben, je nachdem, ob ich da noch Zeit habe. Genau, und dann im Rest der Vorlesung kommen dann noch Anwendungen von diesen beiden Grunddatenstrukturen der Stringology vor. Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Fragen und sonst bis morgen. Nein, keine Fragen.